Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Witcher Wild Hunt. Ich glaube, wir sollten uns erstmal ein bisschen Gewicht entledigen. Geisteröl, Verfluchtenöl, Nekrophagenöl sollte ich mir herstellen. Das war ein Tipp von Christian Pohl. Sagt man Pole oder Pole? Pole, ne? Oder? Oder? Muss mir mal einen Tipp geben. Würde ich ja schon ganz gerne richtig aussprechen. Ja, Nekrophagenöl und weißer Honig sollte ich mir mal herstellen. Weißer Honig ist dann praktisch, wenn man zum Beispiel Katzentrank noch eingeworfen hat und den gerade nicht mehr haben möchte, weil es draußen hell ist oder so, dann wird er aufgehoben. Und weißer Honig hebt eine Vergiftung sowie Effekte anderer Tränke vollständig auf. Den stelle ich mir jetzt trotzdem noch nicht her. Erst wenn ich ihn brauche. Nekrophagenöl kann ich mir herstellen. Das machen wir das doch mal. Konstruktöl stelle ich mir auch mal her. Super. Und das können wir eigentlich auch gleich mal auftragen, das Nekrophagenöl. Dann macht meine Waffe mehr Schaden gegen Untote. Das sind ja sehr viele. Okay, ich würde sagen, wenn wir nach Ochsenfurt reiten, dann ist da doch bestimmt auch ein Schmied. Komm her, Pferd. Warum kann ich jetzt nicht? Na, schwierig. Boah, komm, ey. Die Steuerung ist. Manchmal ist sie hier doof. Okay. Mal kurz gucken, Weltkarte. Wie weit ist denn das? Gut, berichte dem Baron, was du über Anna erfahren hast. Könnte man natürlich auch erstmal machen, ne? Wo ist denn Ochsenfurt? Jo, das ist ja weit weg. Niederwürr, Galgenhügel. Moment. Schneller. Und dann erlaube ich mir doch mal eben die Schnellreisekreuzung zu benutzen. Dafür muss ich echt absteigen. Das ist ja doof. Und dann können wir zumindest zum. Dahin. Das ist doch gut. Schnellreisen nach Teufelsgrube. Normalerweise wäre das jetzt nicht empfohlen, weil man auf dem Weg ganz viele Sachen findet, aber ich will in eine Stadt, da kann ich meine Taschen dann leeren und das ist ja hier der Ort, wo ich am Anfang gleich war, als ich hier angereist bin. Diese Banditenfestung, von der ich immer noch glaube, dass ich da bestimmt nochmal wieder hingeschickt werde durch eine Quest. Das sind ja einige Hunde. Ups. Verdammt, leicht neben der Spur gerade. Neue Markierung, Siedlung der Steinschinder. Kriegsgefangener. Nein. Nein, nein. Ja, super, wenn die ganze Nein. Siedlung so heiß schon. Extra für Steinschinder. Eine Servierplatte. Wir können noch mal ein bisschen was looten hier. Wo wir schon mal da sind. Aber ich gehe jetzt auch nicht in jedes Haus rein. Ach wie, man kann mit den Soldaten auch reden? Das ist ja gut. Jetzt reicht's. Oh. Tanzen wir Oh, für den shit. König. Kreist ihn von rechts ein. Das ist jetzt nicht so cool. Der hat einen Totenkopf. Und ich komme hier nicht raus. Okay, nee, das ist nicht mein Tag. Zeit für eine Lektion in
dem Gesetzeskunde. Okay, schwierig. Was mache ich denn jetzt? Das ist irgendwie nicht so cool gerade. Das ist ganz uncool. Ich hätte den wohl nicht, keine Ahnung. Oder wäre der sowieso sauer auf mich gewesen? Okay, machen wir das so. Jetzt gucken wir mal auf der Karte, ob wir das irgendwie umreiten können. Siedlung der Steinschilder, ja, können wir auf jeden Fall umreiten. Dann machen wir das doch mal. Aber ich setze mir jetzt eine neue Markierung her. Weil ich finde, die grüne ist leichter zu finden. Ich glaube, da sollte ich generell nicht rein in die Siedlung. Das ist meine Vermutung. Das ist auch wieder schneller. So eine... Ist das nicht dieses... Na, nee, das ist die Nachbarsiedlung. Beides nicht sehr freundlich jedenfalls für mich. Verdammt, warum habe ich das Gefühl, dass ich da durch muss? Na, gucken wir mal, ob wir hier rüber reiten können. Na, Pferd, kommst du da durch? Die greifen mich da bestimmt gleich wieder an. Oh, komm jetzt, spring schon. Mach langsam. Nee, sieht gerade okay aus, glaube ich. Also wenn die mich jetzt angreifen, bin ich aber sowas von tot. Du wirst uns geschickiger als damit die Hunde etwas zu essen bekommen. Aber der Proviant war pockenverseucht. Ich steig jetzt mal lieber nicht ab. Habt ihr einen Passierschein? Komm schon. Kein Durchgang. Ich habe einen Passierschein. Halt! Kein Durchgang. Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen oder was? Pest? Nein. Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Nur mit Passierschein. Ja. Ich frage trotzdem mal. Wer hat angeordnet, die Stadttore zu schließen? Angeblich der König selbst. Der will nicht, dass ihm die schöne Stadt von Bettlern und Flüchtlingen vollgepisst wird. Und wenn man die Leute einfach reinlässt, besteht die Gefahr, dass auch Spione kommen. So ist es schwieriger für sie. Mhm. Also, kein Passierschein, kein Durchgang. Okay. Von welcher Art Passierschein reden wir? Von ganz normalen Transitpässen. Wer stellt die aus? Was weiß ich? Ich bin nur Soldat. Ah ja, okay. Ja, ich hab doch einen. Meinst du sowas hier? Lass mich mal sehen. Da fehlt ein Siegel. Das rote. Hallo? Nicht möglich. Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen. Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe. Kommt vor. Na schön, du kannst durch. Das will ich wohl meinen. Du kannst da fehlt ein rotes Siegel. So, okay, nächstes Mal sollte ich mit Diebstahl vielleicht ein bisschen aufpassen. Und ich hätte gerne mein Pferd wieder. Streitlustig, wie? Versuch's nicht mal, Grauhaar! Ja, ja, ist ja gut. Beruhig dich mal ab hier. Okay, eine Schnellreisekreuzung, das ist gut. Aber nicht ohne mein Pferd. So, mal gucken, ob es hier irgendwie noch einen Schmied gibt, aber erstmal suchen wir die... Ah, ein Friseur, cool, ein Barbier. Oha, bitte.
Das ist gut. Wir können uns endlich rasieren. Auch eine Kneipe, sehe ich da rechts. Das ist auch gut. Ein Anschlagbrett, auch gut. Ein Rüstungsschmied. Schön. Ich bräuchte noch einen Waffenschmied. Sieht hübsch aus hier, ne? Finde ich. Beweg dich. Geh mir aus dem Weg. Hier scheint sie ja dran zu sein. Ich suche Tamara, Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz. Ich hol sie sofort. Oh, eine Katze. Du suchst mich? Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ja, um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Warte. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ah, das kann ich dir nicht verdenken. Ja, auch würde ich mal so sagen. Dein Vater ist ein Scheusal. Du bist wütend und verbittert. Das kann ich dir nicht verdenken. Warum hilfst du ihm dann? Warum arbeitest du für ihn? Weil er etwas über jemanden weiß, der mir viel bedeutet. Er hat versprochen, es mir zu sagen, wenn ich dich und deine Mutter finde. Verstehe. Eine Art Erpressung. Sieht ihm ähnlich. Nun, da du mich gefunden hast, kannst du ihm sagen, dass ich lebe. Und dass ich nie zurückkommen werde. Das ist ja schon mal eine Information. Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen, erzählte mir dein Vater seine Version der Geschichte. Erzähl mir deine. Meine? Die ist so langweilig wie das Leben im Sumpf. In meinen frühen Erinnerungen liegt mein Vater betrunken im Dreck unter der Treppe, mit der Flasche in der Hand. All die Jahre immer dasselbe. Vater trank, verschwand tagelang und kam so wütend zurück, dass die Möbel durch die Luft flogen. Tja, da freut man sich schon, wenn er nicht im Haus ist, ne? Ich war jedes Mal froh, wenn er weg musste. Und die Streitereien. Ich weiß noch, wie er meine Mutter anbrüllte und schlug. Und dann ihr Schluchzen. Ich versteckte mich unterm Bett und wollte nur Ruhe. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Das ganze Mal 19, das ist mein Leben. Dann hatten wir genug, Mutter und ich. Er war zu weit gegangen und wir sind weggelaufen. Richtig so. Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Alles seine Schuld. Er hat sie geschubst und sie fiel hin. So fing alles an. Wir waren allein, niemand half uns. Überall Blut. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Es tut mir leid. Muss schlimm für euch zwei gewesen sein. Mutter stand unter Schock. Sie schrie, es sei besser so und dass sie das Kind nie wollte. Sie muss Fieber gehabt haben und hat die ganze Zeit über geblutet. Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen, als noch ein Kind von ihm zu bekommen. Wojtek behauptet, deine Mutter wurde von einem Monster verschleppt. Ja, stimmt. Das Monster war riesig, doppelt so groß wie ein Bär, aber schneller und flinker. Es schnappte meine Mutter, bevor wir etwas tun konnten. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Deine Mutter ist im Buckelsumpf. Sie scheint glücklich zu sein, aber ich fürchte, dass sie nicht ganz richtig im Kopf ist. Was? Sie lebt? Ich muss sofort zu ihr, sie da rausholen. Eine Reise in den Sumpf würde ich nicht empfehlen. Meine Entscheidung ist getroffen. Niemand wird sie mir ausreden. Moment, warum ist denn das weiß? Und das grau? Haben wir auch schon gehabt. Klicken wir nochmal an. Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen, erzählte mir dein Vater seine Version der Geschichte. Erzähl mir deine. Meine? Ja, okay. Die ist so lang, ja, all die Jahre. Haben wir gehabt. Ich überspringe das mal eben. Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Du musst sie nicht suchen. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Sie werden mir helfen. Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht.
Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört? Wow. Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Deshalb die Kerzen in deinem Zimmer. Du glaubst also an das ewige Feuer? Sobald die Wärme des Feuers dein Herz berührt, verleiht es dir Stärke und führt dich den Rest deines Lebens auf dem Weg der Wahrheit. Ich hoffe, es segnet dich schön aufgesagt mit seiner Wärme. Danke, aber die Sache mit dem Feuer ist nicht so einfach. Man kann sich schnell verbrennen. Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ja, das glaube ich. Ein Hexer. Sieh an. Ja. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden. Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien. Hexenjäger? Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schickt dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen? Du wirst scheitern. Finde dich damit ab. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Hm. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Der Baron hat einen Hexer angeheuert, um seine Tochter zu suchen. Interessant. Tja. Eigentlich geht ihnen das nichts an. Aber ich klick's trotzdem an. Verzweifelte Väter unternehmen nun mal alles, um ihre Töchter zu finden. Eine unerwartete Aussage von einem Hexer. Ich dachte, deine Mutationen hätten dir die Menschlichkeit und die Emotionen geraubt. Man braucht keine Mutationen, um seine Menschlichkeit zu verlieren. Ich kenne viele Beispiele. Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Bevor du gehst, dein Vater bat mich, dir das hier zu geben. Die Puppe. Clara? Vater hat dich gebeten, mir Clara zu geben? Amüsant, dass er mich mit einer Erinnerung zurückgewinnen will. Hm. Sag ihm, dass er eine ruinierte Kindheit so nicht wieder gut machen kann. Das stimmt allerdings. Auf Wiedersehen, Hexer. Danke, dass du mir die Wahl gelassen hast und mich nicht zwingst, zu diesem Tyrannen zurückzukehren. Nee, warum sollte ich? Hoffentlich weißt du, was du tust. Leb wohl und viel Glück. Ich kann sie gut verstehen, aber ich glaube nicht, dass sie bei dem anderen Typen eine bessere Gesellschaft ist. Das ist das Ding. Also dann sollte sie lieber alleine bleiben. Lecker Maul. Was kann man denn mit dieser Katze so schön machen? Tamara Strenger. Moment, da gucken wir jetzt mal nach. Tamara, die Tochter des Barons, war mit ihrer Mutter bereits einige Zeit vor Geralds Ankunft in Krähenfels verschwunden. Der Baron beschrieb sie als bezauberndes junges Mädchen von 19 Sommern und als seinen Augapfel. Kein Wunder, dass der Herr von Krähenfels sie unbedingt finden wollte. Tamara schien allerdings die Nase voll davon gehabt zu haben, wie der Baron ihre Mutter behandelte und war mit ihr geflohen. Gerald gelangte zu der Hütte eines Fischers. Moment, ist doch, wird ja auch nur das beschrieben, was wir gemacht haben, ne? Ja. Sache. Dann spare ich mir das mal. So. Was können wir jetzt mit der Katze machen? Können wir die mitnehmen? Ich hätte ganz gerne eine Katze. Lecker Maul. Hätte ich auch ein schöner Name für eine Katze. Lecker Maul. Okay. Eine Tabakpfeife. Abgeschlossen. Ich glaube mal nicht, dass ich da mit reinkomme. Nein, die Tür sieht mir zu massiv aus. Aber wir können mal gucken, ob wir... Alles klar. Ah, ein mysteriöser Brief. Den gucken wir uns noch an. Moment. Erst hier nochmal plündern. Bevor ich es vergesse, machen wir das jetzt. Es
Es ist alles bereit, wir warten nur auf deine Ankunft. Als ich dem Kommandanten von deiner Hingabe und deinem Eifer berichtete, war er sofort bereit, dich in unsere Reihen aufzunehmen. Zudem erhältst du eine vorbereitende Ausbildung. Doch du weißt ja, wie man reitet und die Klinge führt. Damit hast du die Grundlagen selbst bereits gemeistert. Der Rest wird nicht lange dauern. Sobald du unsere Farben trägst, machen wir uns auf die Suche nach deiner Mutter. Und wir werden sie finden, das verspreche ich. Und wenn wir jeden Quadratzoll Wählens durchkämmen müssen. Ja, dann wird sie jetzt wohl eine Hexenjägerin, vermute ich mal. Ist ja nicht so cool. Das sieht so aus, als wäre hier ein Waffenschmied nebenan. Er ist noch hier. Wasserflasche. Kann man mit ihm reden? Nee, der steht auch einfach nur so rum hier. Heimwerker-Enzyklopädie? Na, was stand da? Ein Schwert gegen Hexen. Ja, so weit kommt's noch, ne? Schwerter gegen Hexen sollten verboten werden. Okay, ich würde mich an dieser Stelle verabschieden. Ich loote hier nochmal ein bisschen und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch in der nächsten Folge. Na nun, habe ich doch noch nicht alles rausgenommen. In der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir uns hier mal ein bisschen in der Stadt um. Und zum Vater müssen wir natürlich auch noch zurück. Ich werde irgendwann mal so eine Lesestunde-Folge aufnehmen. Da muss ich aber A, Ruhe zu haben. B, also die habe ich jetzt gerade nicht so. Und dann auch mal ein bisschen fehlerfreier vorlesen. Ich bin zwar des Lesens mächtig, aber man merkt dann doch, dass so Vorlesen, lautes Vorlesen, ist manchmal gar nicht so einfach. Okay, guti, dann besuchen wir in der nächsten Folge mal den Schmied. Ich gucke mich dann mal eben schon mal ein bisschen um und wir sehen uns dann wieder. Hoffe ich. Bis dann. Tschüss.